Willkommen zum zweiten Part von unserem Berliner Reichstag. Heute geht es daran, dass wir die Innenhöfe bauen und natürlich die äußeren Wände. Wie das funktioniert, zeige ich dir jetzt. Für die heutige Folge holen wir uns einfach mal ein paar schöne Steinblöcke raus. Davon nochmal die Treppen wie Stufen, denn ein paar polierte Stufen und davon nochmal die Treppe. Denn ein paar gemeißelte steinzige Blöcke, dann wieder ein paar steinzige Mauern, steinzige Stufen und dann nochmal davon die Treppen. Wir beginnen dann erstmal auf der Vorderseite und sage ich mal hier eine schöne Wand uns einmal hinzuzimmern. Dabei können wir eigentlich erstmal unsere polierten Anisit-Stufen nehmen. Hier vorne auf der Hauptseite setzen wir erstmal drei hin, lassen einen Block frei, setzen uns zwei hin, einen frei, lassen zwei hin. Also wie wir das, sage ich mal, schon von der letzten Folge so ein bisschen kennen. Und hier zum Schluss machen wir wieder einfach drei hin. So, sobald wir das Ganze haben, geht es jetzt einmal an unsere Steinblöcke ran. Da fangen wir einfach mal an, dass wir uns hier einfach so im Wechsel hinsetzen, dass wir, sage ich mal, hier uns einen erstmal hinsetzen. Lassen zwei Blöcke frei, setzen uns wieder einen hin, zwei freilassen, wieder einen hin, zwei freilassen, wieder einen hin. Und das machen wir halt so lange, bis wir auf der anderen Seite einmal ankommen. Und sobald wir das haben, können wir die jetzt auf eine Höhe von insgesamt 13 Blöcke hochziehen. Geht eigentlich perfekt auf, wenn wir die hochziehen und einfach mal gucken, hier von unseren Türmchen. Ich sag mal, hier wo unser gemeißelter Steinblock ist, ist eigentlich der 13. Block. Ne, wir können aber auch gerne nochmal zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13. Ihr seht, geht perfekt auf. Also ihr müsst euch eigentlich nur von den Türmen so ein bisschen immer richten von der Höhe. Und dann können wir erstmal das hier alles erstmal hochsetzen. Und sobald wir das Ganze hochgesetzt haben, können wir einfach mal die letzten drei Blockebenen einfach mal komplett hier zuziehen. Das machen wir hier einfach mal rüber hier zur anderen Seite. Sobald wir das denn hier oben einmal zugezogen haben, gehen wir nochmal nach unten. Da können wir jetzt einmal zwischen den Lücken, die wir hier freigelassen haben, einmal unsere gemeißelten Blöcke einmal reinsetzen. Und dann würde ich sagen, dass wir nochmal die polierten Stufen so einfach mal hier zwischen unseren Fenstern unten noch einmal platzieren. Und sobald wir das haben, geht es jetzt weiter, dass wir jetzt einmal unsere Steintreppen nehmen und unsere Fenster jetzt ein bisschen einteilen in zwei Stück, jeweils hier pro Strebe. Da lassen wir von unten einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Platz. Da beim sechsten Block setzen wir gleich mal einmal unsere Treppen ran, die sich gegenseitig immer hier so einmal angucken. Und sobald wir unsere Treppen hier einmal so lang gezogen haben, können wir darauf dann nochmal eine weitere Stufenschicht hier einfach mal lang setzen. Und sobald wir die drauf haben, nehmen wir mal unsere polierten Andesit-Treppen und können die mal über dem Fenster hier einfach mal zack, so einfach mal drüber setzen, dass die Rücken an Rücken dann einfach mal angelehnt sind. Und sobald wir das geschafft haben, können wir jetzt unsere gemeißelten Steinziegelblöcke nehmen und die einfach mal dazwischen noch einmal so drüber platzieren. So wie die, sage ich mal, unten haben, setzen wir die nochmal oben hin. Und können das Ganze dann nochmal hier verbinden, einfach mal mit unseren Mauern. Sobald wir dann hier einmal unsere Mauern platziert haben, nehmen wir mal unsere Steinziegeltreppen und können die mal umgedreht hier an der letzten Blockebene einmal ansetzen. Darunter setzen wir dann auch noch eine weitere Stufenschicht davon. Und sobald wir die Stufen darunter haben, können wir nochmal auf unseren Treppen auch nochmal eine weitere Stufenreihe lang setzen. So, sobald wir das jetzt wieder hier soweit geschafft haben, machen wir jetzt erstmal auf der Vorderseite nicht weiter, denn wir wollen uns das ja, sage ich mal, immer so ein bisschen duplizieren, dass wir die Arbeit nicht haben, um das, sage ich mal, hier doppelt zu bauen. Von daher gehen wir jetzt einmal blub, hier mal auf unsere komplette Seite hier. Jetzt wollen wir uns die mal schon mal lang fertigen, also fertig bauen. Das heißt jetzt einfach mal, wir fangen jetzt hier erstmal bei der einen Seite hier an, ne, hier bei unseren kleinen Kellerfenstern, die wir hier haben. Da können wir eigentlich erstmal auch wieder hier unsere polierte Andesit Reihe einmal hier lang setzen. Da lassen wir jetzt aber, würde ich mal sagen, obwohl, warte mal, wir machen jetzt anders, dass wir erstmal die Steinblöcke nehmen. Da fangen wir einfach mal an der Seite an, dass wir uns die zwei hinsetzen, lassen zwei Blöcke frei und setzen uns dann hier immer einen Block weiter hin. Sollten wir noch perfekt zur anderen Seite kommen. So können wir eigentlich erstmal ein bisschen Synchronarbeit leisten und das hier immer auf beiden Seiten bauen. Denn das werden wir uns, sage ich mal, hier nicht duplizieren. Das machen wir dann komplett mit der Reihe auf der anderen Seite. Von daher gleich hier mal Massenarbeit, sich hier das einmal so lang setzen. Und wir können auch das denn hier wieder, sage ich mal, unsere Steinblöcke auf 13 Blöcke insgesamt nach oben setzen. Aber wir wissen ja, wir gucken einfach mal hier so ein bisschen von unserem Steinziegelblock oder von den Stufen hier, die wir hier haben, dass wir darunter einfach mal bleiben. Und die uns einmal hochsetzen. Ist natürlich nicht die einzige Arbeit, die wir machen. Wir verbinden natürlich auch die letzten drei Blockebenen noch miteinander. Sobald wir das auf beiden Seiten dann hochgesetzt haben, bleiben wir noch bei unserem Steinblock und können hier mal zwischen die letzte Reihe nochmal miteinander verbinden. Jetzt wollen wir dazu kommen, da sage ich mal jetzt die zwei Fensterseiten hier schon mal fertig zu bauen. Dabei nehmen wir natürlich, würde ich mal sagen, erstmal hier, komm, unsere polierten Stufen, die können wir erstmal nehmen und setzen die natürlich hier noch einmal wieder nach hinten, einmal gesetzt. So, sobald wir unsere Stufen einmal nach hinten hier gesetzt haben zwischen den Fenstern, nehmen wir nochmal unsere gemeißelten Steinziegelblöcke und setzen die jetzt einfach mal hier bei unseren Zweierwand einmal hier vorne neben unserem Fenster hin. Und da machen wir insgesamt jetzt hier einfach mal vier gemeißelte Steinziegelblöcke hin. Hier bei der Wand lassen wir das mal offen. Andere Seite setzen wir auch nochmal viermal unsere gemeißelten Steinziegelblöcke hin. Die können wir auch gerne, sage ich mal, noch hier, zack,
oben noch einmal langsetzen, ne, dass wir hier oben ja noch einen Block frei haben. Und dann machen wir auch nochmal gleich die vier hin. Sparen wir uns die Arbeit, die nochmal nachhinein da einmal hinzusetzen. Wer möchte, kann jetzt schon mal gleich hier unsere polierten Treppen einmal über unserem Fenster nochmal platzieren. Sobald wir natürlich unsere Treppen darüber platziert haben, können wir jetzt einmal unsere Mauern, sag ich mal, hier mit oben verbinden. Ist natürlich jetzt im Nachhinein ein bisschen einfacher. Wenn man zuerst die Mauern macht und dann die Treppen, ist das ein bisschen umständlicher, die sich zu platzieren. Dann geht das nicht so, sag ich mal, geschwind. Ja, wir wollen das ja alles auch fix bauen. So, dann haben wir natürlich unsere Mauern auch noch einmal platziert. Und dann können wir das oben auch gleich einmal abschließen, dass wir unsere Treppen hier einmal setzen. Aber aufgepasst, wir machen das jetzt hier nicht so weiter, als jetzt hier die letzte Wand ist. Ne, unser Träger, den wir ja hier, sag ich mal, verbunden haben. Dann lassen wir das erstmal noch ein bisschen offen. So, unter den Treppen natürlich dann auch wieder einmal unsere Stufen einmal lang gesetzt. Und natürlich auf den Treppen auch nochmal die Stufen einmal so lang. Wunderbar, machen wir auf der anderen Seite natürlich auch nochmal. Ja, und sobald wir das dann oben einmal hier so lang gezogen haben, nehmen wir nochmal unsere Steinblöcke und müssen jetzt, sag ich mal, unsere Fenster natürlich noch ein bisschen einteilen. Da lassen wir einfach von unten gesehen 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Ab dem 5. setzen wir mal einfach so eine Strebe hin. Dann lassen wir mal 2 Blöcke Platz, nochmal eine Strebe und sollten hier oben perfekt nochmal 2 Blöcke haben. Ja, sobald wir es einmal hier so lang gezogen haben, kannst du dich davon dann einfach auch orientieren und einfach hier so ein bisschen gucken. Wunderbar. Könntest natürlich auch einfach von oben anfangen, dass du einfach hier gleich mal die 2 Blöcke Platz lässt. Man muss so unten nicht, sag ich mal, diesen Vierer zählen. Zack, und dann setzen wir darunter nochmal so eine Strebe einfach mal lang. Und wenn wir das dann soweit haben, kommen wir natürlich jetzt einmal zur Mitte. Bei der Mitte fangen wir einfach so an, dass wir einfach mal hier an der Seite uns einfach mal so eine Ecke einfach mal ransetzen. So machen wir auch natürlich auf beiden Seiten. Diese Ecke können wir dann einmal nach oben ziehen. Und zwar so weit, wie wir, sage ich mal, hier unsere ersten ja, Steinziegelstufen haben. Und dann können wir das hier einmal nach oben ziehen. Halt einfach eine Blockreihe niedriger, als wir, sage ich mal, hier natürlich unsere Strebe einmal verbunden haben. So, sobald wir das, sage ich mal, dann hier einmal nach oben gezogen haben, können wir jetzt unten anfangen schon mal, sage ich mal, jetzt hier hinten auch nochmal zack, 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 nochmal unsere Steinblöcke mal reinsetzen. So, wunderbar. Und dann wollen wir jetzt unser Fenster hier unten schon mal einteilen. Das hat eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ab dem 8. Block setzen wir dann einfach mal hier einfach mal unsere Blöcke rein. Dann lassen wir nochmal so 3 Blöcke Platz und können danach dann hier zum Schluss die letzten, was sind das jetzt hier, 4 Blockebenen nochmal zuziehen. Und dann können wir schon gleich die Fenster ein bisschen, sag ich mal, verzieren. Dann nehmen wir jetzt einfach mal unsere steinzige Treppe einmal oben hin. Dann haben wir das schon mal fertig. Nehmen noch unsere polierte an, die Stufe, die können wir hier einmal platzieren. Und die Treppen würde ich mir gleich noch einmal darüber setzen. So, dabei soll es jetzt nicht bleiben. Wir würden nochmal, sag ich mal, ja, unsere steinzige Stufen nehmen, die hier mal an den Seiten noch einmal platzieren. So, einfach nochmal 2 Stufen davon. Und darauf setzen wir nochmal unsere an die Sitzstufen hier einmal so lang. Und sobald wir es dann erstmal haben, nehmen wir wieder unsere gemeißelten Steinziegelblöcke und setzen sie hier unten einfach mal an den Seiten hin. Wir bleiben noch beim Block. Ich würde mal sagen, über den Treppen lassen wir eine Blockreihe Platz und schräg davon setzen wir auch nochmal unsere gemeißelten Blöcke hin. Können darauf gleich mal unsere Mauern setzen, die dann einfach mal nach unten ziehen, dass sich das hier mal miteinander verbindet. Und sobald wir das denn hier soweit haben, nehmen wir mal unsere Steinziegelstufen und können uns hier oben einfach mal so eine Blockschicht hier einmal so damit langziehen. Und sobald wir darauf denn die Blöcke einmal haben, setzen wir unsere Treppen mal so einfach mal hin, dass wir, sag ich mal, so dreimal unsere Treppen uns einmal so platzieren, dass die Rücken an Rücken sind, um, sag ich mal, hier dieses kleine Muster damit zu erhalten. Sobald wir das denn hier einmal dreimal gemacht haben, wollen wir jetzt mal an der Seite einfach mal hier zack, 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 ja, so ein kleines Dach bauen. Einfach mal mit unseren Treppen, dass wir die uns hier einmal so lang formen. Wir können jetzt hier gerne, wo ich mal hier mal das Loch hier mal so zu, hier einfach mal an der Seite oder in der Mitte hier einfach mal unsere Steinblöcke hinsetzen. Also einfach mal eine Vierer-Ebene, darauf eine Zweier-Ebene. Und dann können wir unsere steinzige Treppen nehmen und die hier einmal auch nochmal so lang ziehen. Wir machen an sich einfach auf beiden Seiten zweimal Treppen hin. Und oben in der Mitte, bei der Zweier-Mitte, setzen wir einfach unsere Stufen hin. Natürlich lassen wir die auch nochmal überstehen und wollen das dann nicht so lassen. Wir wollen das ja nochmal ein bisschen verfeinern. Das heißt, unten setzen wir einfach mal 2 Treppen hin. Dann einfach nochmal 2 Stufen und hier oben nochmal 2 Stufen. Und fertig ist das Ganze. Machen wir nochmal auf der anderen Seite. Also 2 Treppen hier in die Ecken hin. Die verbinden wir nochmal hier unten mit Stufen und oben nochmal ein paar Stufen. Und fertig ist es. So, die Seite lassen wir erstmal in Ruhe und gehen einmal auf die Rückseite. Hier wollen wir natürlich auch nur eine Seite erstmal bauen. Die andere kopieren wir dann einfach rüber. Ja, da fangen wir erstmal hier einfach mit der einen Seite an. Geht wie immer erstmal los, dass wir unsere polierten Stufen einmal nehmen, die hier erstmal einmal lang ziehen. Dann kommen wir wieder zu unseren Steinblöcken. Da setzen wir jetzt einfach einen Block hin, lassen dann immer 2 Blöcke Platz und dann kommt wieder einfach mal ein Steinblock einfach mal hin. Sollte auch perfekt aufgehen hier bis zur anderen Seite.
Und sobald wir das haben, können wir diese ganzen Blöcke auch wieder einmal hochziehen auf insgesamt 13 Blöcke. Das heißt, wir setzen die jetzt nicht höher, als unsere Stufen hier sind. Oder hier einfach dieser gemeißelte Steinziegelblock. Man kann natürlich auch hier wieder ein bisschen schneller arbeiten, indem man, sage ich mal, hier gleich die letzten drei Ebenen sich hier einfach mal glatt lässt. Ne, dass wir uns das hier so nicht ganz so weit hochziehen. Weil dann können wir das hier schneller hin und her uns einmal zuziehen. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch hier die mittleren Streben uns einmal hochsetzen. So, als nächstes können wir dann wieder unsere polierten Andesitstufen nehmen und die hier einfach mal unten zwischen den Fenstern noch einmal platzieren. Sobald wir das natürlich wieder geschafft haben, nehmen wir wieder unsere Steinziegel oder gemeißelten Steinziegelblöcke einmal raus und setzen die hier nochmal dazwischen. Insgesamt haben wir dann hier 5 Blöcke. Die können wir auch wieder hier einmal drüber setzen. Einfach hier, zack, bei diesem Dreier in der Mitte setzen wir überall davon nochmal unseren gemeißelten Block. Und bevor wir jetzt, sage ich mal, hier irgendwie die Mauern hinsetzen, setzen wir darauf dann gleich erstmal über unseren Fenstern wieder unsere polierten Treppen. Ne, das ist immer ein bisschen einfacher, als wenn wir, sag ich mal, denn hier schon die Mauern haben. Danach können wir dann natürlich gleich hier schon die Mauern einmal reinsetzen. Jetzt können wir es machen. Und sobald wir die Mauern haben, wollen wir auch gleich oben das nochmal abschließen. Das heißt, hier an der letzten Ebene setzen wir wieder unsere umgedrehten Treppen hin. Darunter wieder unsere Stufen. So, aber jetzt aufgepasst. Hier auf der Rückseite lassen wir einfach mal auf der innenliegenden Seite 1, 2, 3, 4 Block oder 4 Treppenebenen einfach mal frei. Und den Rest können wir aber mit den Stufen einmal schon besetzen. Einfach nur hier 4 Stufen oder 4 Blöcke einfach mal freilassen. So, jetzt wollen wir natürlich das Ganze hier auch wieder hier mit Streben zuziehen. Das hat ja eigentlich genau das gleiche Maß, wie wir an den Seiten haben. Das heißt, entweder gehst von unten, da lässt du 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Ab dem 5. kannst du hinsetzen. Und dann danach wieder 2 Blöcke einfach mal freilassen. Und dann können wir uns das hier wieder so lang ziehen. So, und dann haben wir das auch schon wieder geschafft. Wir brauchen wieder ein paar neue Blöcke. Wir holen uns mal einfach die gemeißelten Schwarzsteinblöcke einmal raus. Dann nochmal die Mauern davon und Stufen. Dann holen wir uns noch ein paar Steinknöpfe raus. Ich empfehle wie immer das türkise Glas. Nimm einfach natürlich die Glasfarbe, die du, sage ich mal, jetzt schon verwendet hast. Und dann holen wir uns noch einfach ein paar Eisenpfeiltüren raus. So, wir fangen erstmal damit an, was am schnellsten weggeht. Und zwar die Eisenpfeiltüren. Wir fliegen mal zu unserer Seite, zu dieser mittleren Sache hier. Und da setzen wir einfach mal 2 Eisenpfeiltüren hier bei unseren gemeißelten Blöcken mal daran. Und dann nochmal, zack, 2 darunter. Ja, sobald wir das dann schon mal verwendet haben, geht es jetzt weiter, dass wir unsere Glasblöcke natürlich verbauen. Das heißt einfach, jetzt fliegen wir natürlich einmal in unser Bauwerk rein und sitzen unter oder halt hinter jeden offenen Bereich, den wir, sage ich mal, jetzt hier an der Wand haben, einfach unsere Glasblöcke hin. Ja, an den Seiten können wir das natürlich einmal komplett hier hochziehen. Und dann können wir uns eigentlich austoben und das erstmal hier komplett einmal mit unseren Glasblöcken bestücken. Sobald wir unser Glas dann einmal bestückt haben, geht es jetzt weiter mit der nächsten Aufgabe. Ich würde mal sagen, bevor wir zu unseren Schwarzstein kommen, nehmen wir einmal unsere Steinknöpfe. Die wollen wir jetzt verwenden, um bei unseren gemeißelten Blöcken überall, sag ich mal, wo wir, sag ich mal, einen Knopf einmal dran platzieren können, den auch einmal heransetzen. Zum Beispiel hier auf der Seite, wo wir, sag ich mal, hier, zack, so mehrere Seiten, sag ich mal, davon dann auch bestücken können wir den Knöpfen, machen wir das natürlich einmal. Natürlich auch bei der Rückseite wollen wir auch die Knöpfe noch einmal dran platzieren, nicht, dass wir das hier natürlich vergessen. So, überall einmal ransetzen. Okay, sobald wir unsere Knöpfe dann überall einmal rangesetzt haben, geht es jetzt weiter mit den gemeißelten Schwarzsteinen und halt den Mauern und Stufen davon. So, wir fangen auf der Vorderseite einmal an. Wir nehmen erstmal unseren gemeißelten Block. Dann lasse ich mir einfach mal an der Seite hier so insgesamt zweimal hier unsere Steinziegeltreppen Platz. Setze mal einen Block davon hin. Lass mir dazwischen eigentlich immer wieder hier 2 Stufen Platz. Ups, so war das nicht gedacht. Um einen verguckt. Nee, wir lassen einfach hier einfach eine Stufe Platz und dann setzen wir unseren Block hin und dann mal 2 Stufen einfach mal Platz lassen. Dann soll es perfekt aufgehen. Jawohl, so dass wir hier nur eine haben. So, darauf können wir dann einfach mal unsere Mauern einmal platzieren und dann setzen wir darauf natürlich dann einmal unsere Stufen. So, sobald wir das dann hier einmal lang gesetzt haben, geht es jetzt weiter hier zur nächsten Seite. Da gehe ich mal von aus, dass mein Gedächtnis noch mitspielt. Da lassen wir jetzt einfach mal 3 Stufen Platz und dann setzen wir eine hin, wieder 3 Platz lassen, eine hin, wieder 3 Platz lassen und nochmal eine hin. So, dass wir insgesamt nur 3 haben. Machen wir natürlich auf der anderen Seite synchron mit. Ne, dass wir hier, sage ich mal, dann fange ich an mit 2 Stufen, lassen mit 3 Platz, eine hin, nochmal 3 Platz lassen, eine hin und sollten hier nochmal so 3 Stufen haben. So, darauf dann wieder einfach mal unsere Mauern und Stufen. Und sobald wir die dann hier einmal drauf platziert haben, gehen wir mal auf die Rückseite und setzen uns auch noch welche hin. Hier lasse ich mir wieder eine Stufe Platz, setze mir meinen Block hin und dann lasse ich mir mal 2 Blöcke Platz. Dann sollten wir hier, noch so 3 Stufen haben. Und setzen natürlich dann nochmal unsere Mauern wie Stufen einmal rauf. Und jetzt ist mir nochmal eins aufgefallen. Und zwar können wir,
wir einfach mal noch eine weitere Stufe wegnehmen, dass wir nach unserer Fassade hier nochmal zwei Stufen nur haben statt drei. Ne, das ist für im Nachhinein eigentlich besser. So, und sobald wir das denn hier geschafft haben, geht es jetzt einmal ran, dass wir uns das Ganze natürlich einmal rübersetzen. So, wir holen uns wieder unseren Konstruktionsblock raus und fangen am besten auf der Vorderseite an, so wie wir angefangen haben, und wollen uns jetzt einmal zur anderen Seite alles einmal kopieren. Ich zeige euch jetzt natürlich, wo ihr euch das platzieren müsst und natürlich das Maß. Wir fangen jetzt auf der Vorderseite an und setzen gleich hier vorne, zack, den gleich hier einmal so an, nur dass wir hier so das Maß haben. So, jetzt müssen wir natürlich uns das nur noch hier einmal so richtig einstellen. So, das Maß ist eigentlich relativ einfach. X machen wir 16, Y 20 und Z lassen wir einfach Standard auf 5. Wir können hier einmal sehen, wir haben jetzt hier einmal komplett die Wand. Sicherheitshalber empfehle ich immer noch einmal draußen zu gucken, dass wir auch nur das kopieren, was wir mitnehmen wollen. Ihr seht, das passt hier perfekt, ja, zu unserem Turm. Wunderbar. Dann können wir uns das einmal abspeichern, indem wir da reingehen. Ich nehme jetzt einfach mal unter U, speichere ich mir das. Wunderbar. Nehme jetzt meinen Block und fliege mal zur anderen Seite. Da fangen wir jetzt einfach mal hier, wo, sage ich mal, es beginnt, einfach mal an. Setzen da gleich unseren Block einmal ran. Gehen rein, können auf Laden gehen und O auswählen. So, jetzt können wir es natürlich nicht gleich einmal platzieren. Jetzt müssen wir einmal reingehen und das Ganze einmal spiegeln. Dabei gehen wir einfach mal auf Z, drücken auf Laden rein. Und ihr seht, es ist perfekt gespiegelt. Wir haben das so, wie wir, sage ich mal, hier begonnen haben, ne? Und dann können wir die Blöcke einfach mal wegnehmen. Was wir natürlich jetzt hier auf der Vorderseite geschafft haben, wollen wir jetzt nochmal bei der Seite machen. So, wir fangen jetzt einfach mal bei der Seite an, dass wir, wenn wir jetzt, sage ich mal, hier von diesem einen Turm ausgehen, einfach mal auf die Innenseite fliegen, mal runtergehen und, sage ich mal, hier, wo es jetzt anfängt, hier bei diesen zwei Blöcken, die wir haben, da lassen wir insgesamt einen Block Platz, setzen gleich unseren Konstruktionsblock einmal hin und können jetzt wieder reingehen und müssen uns das Maß einfach mal ermitteln. So, das Maß habe ich wie immer, also wir machen X einfach mal auf 6, Y machen wir auf 20 und Z machen wir auf 34. Wir sehen, wir haben hier die komplette Wand, aber ich empfehle wie immer, sicherheitshalber noch einmal bitte von draußen gucken, dass ihr auch wirklich nur das mitkopiert, was auch mit soll. Wir sehen, das schneidet hier perfekt einmal ab am Turm, nimmt alles eigentlich mit. Auch die Knöpfe werden alle mitgenommen. Diesmal habe ich mal darauf geachtet, dass die Knöpfe alle mit rüber teleportiert werden, dass wir die nicht nochmal im Nachhinein setzen müssen. So, hier an der Seite auch. Wunderbar. So, dann gehen wir da wieder einfach mal rein in unseren Block. Wir müssen das natürlich wieder abspeichern. Ich mache es einfach mal unter U, drück auf Speichern und dann gehen wir jetzt einmal zur anderen Seite. Da können wir ihn jetzt aber nicht innen drin einmal hinsetzen. Also das würde jetzt hier nicht gehen, wenn wir den, sage ich mal, hier uns platzieren. Von daher fliegen wir einmal draußen hin. Fangen, sage ich mal, gleich hier vorne an. Ne, diesmal lassen wir nochmal so zwei Blöcke Platz. Ne, beim dritten setzen wir dann einfach mal unseren Block hier hin. Gehen rein, gehen auf Laden, unter was wir es natürlich gespeichert haben, bei mir U. Und jetzt, bevor wir es jetzt uns einmal platzieren, gucken wir nochmal, ob das auch wirklich passt. So, wir gehen nochmal gucken. Es nimmt nichts mit, was nicht mit soll. Wunderbar. Dann können wir wieder einfach mal in unseren Block reingehen. Und bevor wir es jetzt platzieren, nur eins muss gesagt sein, wir wollen es komplett einmal spiegeln. Von daher bitte einmal X und Z einmal einen Haken rein und dann könnt ihr es laden. Und ihr seht, wunderbar, es hat perfekt, sag ich mal, hier das Ganze kopiert. Und wir haben hier die ganze Wand drüben. So, danach bleibt wieder eins übrig. Wieder unsere Blöcke hier einmal wegnehmen. Und sobald wir das haben, fehlt uns natürlich nur noch die Rückseite. So, auf der Rückseite hatte ich das noch nicht so ganz durchdacht. Von da habe ich mir den Block schon mal hingesetzt. So, unser Konstruktionsblock setzen wir einfach mal bei der Rückseite. Komplett hier, sage ich mal, in der Mitte einmal nach hinten. So ein Block lassen wir frei, so schräg vom Fenster können wir den einmal hinsetzen. Und dann müssen wir natürlich noch das Maß ermitteln. Das ist ganz einfach. Da machen wir einfach mal X ist 19. Y wie immer 20, weil die Mauern haben halt immer die Höhe von 20 Blöcken. Und Z machen wir auf 5, also standardmäßig reicht da völlig aus. So, dann können wir wieder auf Speichern gehen. Ich mache es mal wieder unter U, drück auf Speichern und gehe jetzt mal zur anderen Seite. Da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, wo wir es platzieren. Wir gehen einfach hier, wo, sage ich mal, das Ganze endet, ne, bei diesem zweier Mauerstück. Lassen einen Block Platz, setzen unseren Block hin, können da wieder auf Laden gehen, unter was wir es natürlich gespeichert haben. Und bevor wir es jetzt setzen, kontrollieren wir noch einmal den Abstand. So, den Turm kann er, sage ich mal, nicht wirklich beschädigen, wenn wir es setzen, also passt das. Und es wird auch nicht weitergesetzt, als wir das jetzt hier haben. Jetzt können wir es natürlich nicht gleich einmal Laden drücken, sondern wir müssen da jetzt wieder einmal reingehen bei Laden und gehen mal runter auf Z, ne, um das wieder einmal zu spiegeln. Drücken auf Laden rein und dann sollte er perfekt uns das hier einmal so andersrum reingesetzt haben. Wir sehen, wir haben hier so ein bisschen die Fläche noch frei, die wir ohne Stufen gemacht haben. Hier passt es auch noch mit den Stufen.
Und dann haben wir das perfekt einmal rüber kopiert. So, dann sieht das Ganze doch schon wieder gut aus. Wir wollen aber immer noch ein bisschen mehr machen, denn in dieser Folge wollen wir ja was schaffen. Wir wollen ja vorankommen. Und das heißt, wir fangen jetzt hier mit der Mitte an. So, also jetzt sage ich mal hier unsere Innenhöfe. Wir bauen auch wieder nur einen Innenhof und den anderen kopieren wir uns rüber. Wir hatten ja, sage ich mal, das schon ein bisschen ausprobiert in der ersten Folge, sage ich mal, mit dem Grundriss. Ist genau das gleiche Prinzip vom gleichen Maß her. So, zuerst brauchen wir erstmal ein paar Blöcke. Die unterscheiden sich jetzt natürlich nicht so ganz doll jetzt von denen, die wir jetzt schon verwendet haben. Von daher holen wir uns wieder die Steinblöcke raus. Steinstufen, Steintreppen, polierte Stufen, davon nochmal die Treppen. Jetzt holen wir uns aber einen polierten Basalt raus. Das sind einfach so schöne Säulen, die wir da jetzt nehmen können. So, dann holen wir uns auch wieder unsere gemeißelten Blöcke raus, dann wieder die Mauern und wieder natürlich unsere Knöpfe für unsere gemeißelten Blöcke natürlich. So, dann wollen wir mal anfangen. Wir fangen erstmal so an, dass wir uns hier auf unseren Mauern natürlich erstmal unsere polierten Stufen uns einmal wieder raufsetzen. Ist dann natürlich ein bisschen einfacher, sich unsere Steinblöcke dann einmal auch daran zu setzen. Wir haben jetzt hier, sage ich mal, ein kleines anderes Maß, als wir jetzt schon draußen gearbeitet haben, weil die ja, sage ich mal, ins Dach ja so ein bisschen nach, also so tief eingebettet sind. Das heißt, wir nehmen jetzt mal unsere Steinblöcke und jetzt müssen wir natürlich entscheiden, wo fangen wir an. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal hier in dieser Ecke an. So, da setze ich mir jetzt einfach mal in jede Richtung hier einfach mal so, dass wir hier mal, zack, drei Blöcke haben. So, heißt, dass wir hier drei Blöcke haben. Wir können auch gerne gleich schon mal die Mitte hier einmal so zuziehen. Das können wir eigentlich gleich mal in jede Ecke machen, als Orientierungspunkt schon mal, so dass wir das schon mal überall synchron machen. So, wunderbar, dann haben wir das hier schon viermal gemacht. Jetzt können wir das Ganze auch schon mal hochsetzen, bevor wir jetzt, sage ich mal, hier die Zwischenseiten alle zuziehen. Und zwar machen wir das Ganze auf eine Höhe von insgesamt 10 Blöcke. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, 10 Blöcke an sich machen wir das Ganze hier hoch und können das hier auch einmal langziehen. Wir machen jetzt auch eigentlich nur das hoch, was wir, sage ich mal, draußen sehen. Also ich sag mal, diese anderen drei Blöcke, die wir hier haben, dahinter, die braucht ihr dann nicht auf 10 Blöcke hochziehen, weil die sieht man nicht. So, jetzt bin ich natürlich einer, der ein bisschen faul ist zum Zählen. Von daher ziehe ich mir jetzt einfach mal hier schon die letzte Strebe einfach mal rüber. Weil das erspart mir, sage ich mal, so ein bisschen das Zählen, ne? So, das mache ich hier auch einfach zu jeder Seite. Einfach so, letzte Strebe können wir schon gerne einmal rüberziehen. Und auch auf der anderen Seite können wir die Strebe dann komplett einmal zur anderen Seite ziehen. Hier machen wir das jetzt aber ein bisschen anders als halt, sage ich mal, auf den anderen Seiten. Denn hier machen wir statt immer drei Blöcke, die wir oben verbunden haben, einfach jetzt nur zwei Blöcke insgesamt. Also einfach noch runter jetzt noch eine weitere Blockreihe einmal hier so lang ziehen. Und sobald wir die hier lang gezogen haben, beginnen wir jetzt einmal hier auf diesen schmalen Seiten, die wir hier haben. Da lassen wir einfach zwei Blöcke mal Platz und setzen uns ja immer so eine Strebe hin. Wir sind natürlich tüffig und ziehen uns die natürlich auch gleich einmal nach oben hin. Und so geht es jetzt eigentlich hier fast auf jeder Seite so weiter, dass wir immer zwei Blöcke Platz lassen. Dann kommt hier wieder ein Block hin und dann ziehen wir das auch immer wieder einmal nach oben. Und auch hier wieder bei der schmalen Seite auch wieder immer zwei Blöcke Platz lassen. Und dann kriegen wir insgesamt halt hier auch drei Fenster hin. Bei der anderen Seite, die wir, sag ich mal, hier noch so offen haben, wollen wir das ein bisschen anders machen. Gut, wir machen erstmal auch zwei Fenster so hin. Aber dann setzen wir hier in der Mitte drei Blöcke hin. Also wir lassen dann erstmal zwei Blöcke Platz, wieder unsere Strebe hin und dann machen wir drei Blöcke hin. Nur, dass wir insgesamt hier halt nur zwei Fensterreihen bekommen. Jetzt kommen wir natürlich hier noch zur offenen Seite, die wir hier haben. Die ist ein bisschen anders als natürlich jetzt hier alles, was wir schon gebaut haben. Da fangen wir erst mal unten an, dass wir uns hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke uns einmal hier hinsetzen. Die können wir hier so lang ziehen. Dann verbinden wir das einmal, setzen darauf nochmal zwei weitere Ebenen und dann setzen wir oben nur noch eine weitere Blockebene hin. Und das war's. Jetzt fangen wir natürlich wieder an, alles zu bestücken. Wir fangen erstmal hier in der mittleren Seite an, weil das so ein bisschen schöner sein soll. Ich mache nochmal hier unten eine Blockreihe weg. Setze mir da lieber so eine Stufenreihe hin von meinen polierten Stufen. Und dann würde ich nochmal hier eine Steinstufenreihe einfach darunter setzen. So. Und weil wir noch bei den Steinen sind, machen wir gleich daneben nochmal unsere Treppen hin. Und weil wir die Treppen schon haben, können wir die gleich hier oben nochmal in die Ecken hinsetzen. So, und dann lassen wir das erstmal. Weiter geht es jetzt nochmal mit den polierten Stufen. Die wollen wir wieder verwenden, so wie wir es jetzt überall schon haben, dass wir jetzt hier zwischen unseren ganzen Fenstern die noch einmal nach hinten setzen. Und sobald wir das hier mit unseren Stufen gemacht haben, geht es nochmal ran an die Steinstufen. Jetzt wollen wir uns die Streben reinziehen bei den Fenstern. Die haben überall das gleiche Maß auf jeder Seite. Wir fangen einfach unten an, dass wir uns 1, 2, 3 Blöcke Platz lassen. Dann setzen wir ab dem vierten einfach mal eine Stufenreihe hin. Dann lassen wir einen Block Platz und hier ab dem nächsten können wir oben, zack, nochmal eine Stufenreihe langziehen. So, sobald wir das natürlich einmal geschafft haben, können wir uns einfach davon richten und das hier einmal komplett langziehen. Sobald wir dann unsere Stufen hier überall einmal langgezogen haben, geht es daran, wie halt so ein bisschen wie bei allen anderen Fenstern, die wir schon hatten, dass wir darüber jetzt natürlich unsere polierten Treppen noch einmal so drüber
uns platzieren. Das machen wir über jeden Fenster. Sobald wir dann auch hier das mit den Treppen einmal gemacht haben, geht es jetzt weiter, dass wir unsere gemeißelten Steinziegelblöcke mal nehmen. So, wir fangen am besten, wie fangen wir an? Am besten hier auf der Seite, wo wir natürlich dann unseren, unseren Türbereich haben. Wir fangen hier in der Ecke an, setzen uns einfach mal einen gemeißelten Block hin und dann eigentlich setzen wir hier nochmal zwei weitere hin. Halt immer so neben den Fenstern. Das geht hier einfach auf der anderen Seite genauso weiter. Ja, dann machen wir hier auf den Seiten einfach mal vier Stück hin. Und hier machen wir drei Stück hin. Und jetzt hier auf der ganz großen Ebene machen wir einfach bei jeder Strebe, die wir hier haben, einfach so einen gemeißelten Block einmal hin. Bis wir natürlich zur anderen Seite ankommen. Und hier wieder auf der einen Seite, zack, machen wir nochmal vier Blöcke hin. Und bei unserer Türseite machen wir nochmal drei Blöcke hin. So, die wollen wir uns natürlich auch gleich einmal nach oben setzen. Das heißt, genau wo wir die unten haben, setzen wir die oben hin, einfach über unseren Treppen, wie wir haben. Da können wir auch gerne immer noch einmal kurz so runter gucken, ne, ob das auch immer passt. Und sobald wir uns die so lang gezogen haben, kommen wir natürlich zu unseren Mauern und ja, heißt nur noch hier miteinander das Ganze einmal verbinden hier zwischen. So, nachdem wir dann die ganzen Mauern hier einmal so schön lang gezogen haben, wollen wir da noch bleiben. Fliegen wir zu unserer Tür hier vorne hin und setzen daneben jetzt über unseren Treppen nochmal dreimal eine Mauer hin. 1, 2, 3. Darauf können wir jetzt einmal polierte Treppen uns einmal platzieren. Die verbinden wir einmal unten mit Stufen, lassen so eine Stufenreihe Platz und darüber nochmal welche hin. Jetzt würde ich mal sagen, nehmen wir nochmal die polierten Stufen, fliegen mal über unseren oberen Fenster hier, lassen einen Block Platz. Beim zweiten Block setzen wir einfach mal, würde ich mal sagen, jetzt hier vier Stufen einmal so hin, die, sag ich mal so, halt an den oberen Block geheftet sind. Machen da nochmal auf jeder Seite nochmal eine Stufe ran, dass wir insgesamt hier sechs haben. Auf der Vorderseite können wir insgesamt nochmal vier setzen, sodass wir hier mal an der Seite einen frei haben. Und dann können wir hier gleich so schräg von unseren Treppen unsere, ja, Basaltblöcke einmal hinsetzen. Die ziehen wir hier komplett einmal bis nach oben. So, nicht weiter als wir das hier haben. Und dann haben wir schon mal gute Arbeit geleistet. Das nächste, was wir jetzt machen, ist einfach mal, ich will mal einfach hier den letzten, zack, Basaltblock, den wir hier haben, mal durch den gemeißelten Block mal austauschen. Da können wir auch gleich schon mal unsere Knöpfe einmal ransetzen. Das soll da nicht bleiben. Auch jetzt hier an den Seiten machen wir das. Jetzt haben wir natürlich so eine kleine, ja, ich würde mal sagen, da muss man sich jetzt entscheiden, wie man das jetzt machen will. Also ich mache hier mal jetzt, sage ich mal, die Knöpfe so hin, hier an der Ecke, weil wir können die jetzt hier nicht auf beiden Seiten machen. Immer so, sage ich mal, dass die Vorderseiten sich immer hier so angucken und nicht jetzt hier die kompletten Seiten. Gut, hier in der Mitte kannst du natürlich machen, aber ich würde jetzt so, zack, da den Knopf ranmachen, statt den jetzt mir hier zu platzieren. Ja, und dann setzen wir hier einfach überall noch die Knöpfe ran. Du brauchst die Knöpfe auch jetzt nur auf der Vorderseite hier überall platzieren. Wir machen dazwischen noch, würde ich mir auch sagen, ein paar Stufen hin, aber dafür brauchen wir wieder ein neues Blockmaterial. Von daher erstmal die Knöpfe immer auf den Vorderseiten hier. So, das Schöne ist auch, wir brauchen es ja überall nur einmal machen, denn wir wollen es jetzt ja auch gleich rüber kopieren. So, jetzt können wir nochmal gucken, ob wir hier überall die Knöpfe haben. Nicht, dass wir irgendwas hier übersehen, aber nö, das haben wir überall. So, um jetzt, sag ich mal, die Mitte, also unseren Innenhof jetzt fertig zu machen, holen wir uns nochmal unsere Glasblöcke raus, denn natürlich unsere steinzige Treppen, Stufen und Blöcke. Und nochmal mit die Steinstufen brauchen wir. Ich würde mal sagen, erster Schritt wäre natürlich das leichteste, von daher nehmen wir mal einfach unsere Glasblöcke, fliegen einfach mal auf die Innenseite und setzen die überall hinten einmal ran. Sehr schön. Sobald du natürlich das geschafft hast, hier überall deine Glasblöcke hinzumachen. Oh, hier habe ich das vergessen. Hehe. So, jetzt, ne, überall, wenn du deine Glasblöcke hingemacht hast, kommen wir jetzt mal dazu, sage ich mal, uns das weiter oben natürlich ein bisschen schöner zu machen. Wir fangen erstmal mit den Steinziegelstufen an, und zwar neben unserer Plattform, die wir hier haben, setzen wir einfach zwischen unseren gemeißelten Blöcken einfach mal hier so eine Stufenreihe. Weil wir auf der anderen Seite dann angekommen sind, kannst du darauf dann noch gleich hier eine weitere Stufenreihe dir einmal platzieren. Die ziehen wir uns hier einmal schön so im Rechteck einmal lang, bis wir natürlich dann hier auch wieder einmal zur anderen Seite angekommen sind und wollen jetzt hier einmal die Plattform bearbeiten. Auf der hintersten Seite setzen wir unsere Blöcke einfach mal hin, darauf dann einfach mal ein paar Stufen. Und dann würde ich einfach mal davor einfach mal so solche Treppen hier hinsetzen, die mal Rücken an Rücken angelehnt sind. Da kriegen wir dann insgesamt hier das Ganze dreimal so hin und können dann einfach hier nochmal auf der Seite, wo wir jetzt nur, sage ich mal, das mit den Treppen gemacht haben, nochmal eine weitere Stufenreihe uns hier einmal so platzieren. Jetzt setzen wir uns dahinter eine komplette Steinstufenreihe lang. Komplett einmal so, zack, glatt, einmal nach hinten weg. Sobald wir das haben, nehmen wir jetzt unsere Steinziegelblöcke und können die jetzt einmal wieder im Rechteck hier komplett einmal so lang ziehen. Da machen wir nur eine weitere Blockreihe so, hier zack, auf jeder Seite. Wunderbar. Und natürlich auch nochmal hinter den Steinstufen setzen wir die hier noch einmal so lang. Sobald wir denn das Ganze soweit gezogen haben, sind wir mit den Blöcken fertig und können es jetzt einmal rüber kopieren. Wir schnappen wieder unseren Konstruktionsblock raus und machen jetzt eigentlich das gleiche Prinzip, wie wir es schon hatten. Wir müssen jetzt aber so ein bisschen gucken, weil wir ja das Glas ja auch alles mitnehmen wollen, wo wir den jetzt hinsetzen. Und zwar
setzen wir den jetzt einfach mal, wenn wir jetzt hier so gucken von unserem Bauwerk, ne, wir haben ja, sag ich mal, hier die eine Ecke. Ich stehe jetzt hier auf der Vorderseite, ne, hier so, zack, eine Ecke. Da lassen wir einen Block dazwischen Platz. Könnt euch gerne also einen Markierungsblock einmal reinsetzen, um das wirklich euch so zu betrachten. Ne? So einen Block Platz lassen, zack, hier Markierungsblock rein und dann kommt der rein. So, jetzt müssen wir natürlich wieder das Maß einmal ermitteln, wie groß das ist. So, das Maß geht eigentlich voll. Also X machen wir auf 17, Y machen wir auf 15 und Z machen wir auf 28. Dann solltest du perfekt hier, sag ich mal, den Innenhof hier so einmal rein kopieren. So, zack, das speichern wir mal ab. Hier einfach mal wie immer unter U. So, dann haben wir schon mal den einfachsten Teil gemacht und das natürlich einmal abgespeichert. So, jetzt gehen wir mal zur anderen Seite und müssen den ja natürlich jetzt hier perfekt einmal wieder reinsetzen. So, jetzt müssen wir natürlich am besten, ja, wir können jetzt nicht einfach, sag ich mal, jetzt hier so schräg von ausgehen, weil das wird definitiv nicht passen. Jetzt müssen wir hier einfach mal so gucken. Und zwar, ihr seht ja hier meinen Markierungsblock, den ich habe. Dass wir jetzt einfach mal, wir sehen hier die Schräge. Ich nehme jetzt einfach, was nehme ich? Einfach ein paar Dia-Blöcke, um euch das zu kennzeichnen. So, wir setzen uns einfach mal irgendeinen Block so schräg davon hin. Nochmal einen Block daran, dass wir so zwei haben. Und von diesen zwei ja schräg, setzt ihr euch bitte euren Kopieblock einmal rein. So, dann gehen wir wieder auf Laden. Ja, Laden. Dann natürlich unter was wir es gespeichert haben. Und bevor wir das jetzt bitte hinsetzen, noch einmal kontrollieren, ob das auch passt. So, wir sollten. Ah, wie sollte ich das sagen? Also, ihr seht das auf der anderen Seite synchron. Wenn ihr jetzt, sage ich mal, hier unseren Balken so mit zwei Blöcken schräg davon uns so das hinsetzen können, dann ist das perfekt. Ne? Dann ist es perfekt. Ihr könnt das gerne überall überprüfen, ob das so passt. Hier theoretisch andere Seite müssten wir dann auch hier synchron und dann passt, jawohl. Und hier müsste es auch gehen. Zwei, zack, wunderbar, passt. So, dann haben wir schon mal das perfekte Maß. Wir wissen, wo wir ihn hinsetzen müssen. Also fangen wir hier an. Zwei Blöcke hin, Block hin. Nehmt euch natürlich die Koordinaten, was wir hatten, ne? Speichert euch das hier ein. So, bevor wir es jetzt natürlich laden drücken, gehen wir einmal auf Spiegeln, machen X und Z komplett einmal rein und dann könnt ihr blub, es auf Laden drücken. Und dann habt ihr es perfekt einmal rüber kopiert. Hier euch das komplett gespiegelt mit allen drum und dran. Und wenn wir das denn geschafft haben, sind wir für heute wieder fertig. Hoch, heute haben wir wieder viel geschafft. Ne, also die ganzen Wände, wunderbar. Ich empfehle euch das wirklich auch zu kopieren. Wenn du es baust, dann brauchst du halt, was sagen wir, fast eine Stunde, um dir die Wände zu zeichnen. Dadurch sparst du dir wirklich halt eine gute halbe Stunde. Zack, Arbeit. So, dann sind wir für heute wieder fertig. In der nächsten Folge basteln wir Vorder- und Rückseite jetzt hier vom Eingangsbereich. Und dann kommt natürlich noch das Dach rauf und dann sind wir schon fertig mit dem Reichstag. Wie immer ist alles verlinkt. Oben im i-chen kannst du ja raufklicken oder natürlich auch hinten in der Videobeschreibung, wie natürlich, sage ich mal jetzt hier zum Endspann, ist der Link zum nächsten Teil. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss!